Gil Ofarim sitzt mit gesenktem Blick da, spielt mit seiner David-Sternkette. Der Sänger gesteht ein, gelogen zu haben. Zitat: Herr W., ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Es tut mir leid, ich habe das Video gelöscht. Durch das Geständnis Ofarims hat der Hotelmanager wieder volle Rehabilitierung erfahren. Der Vorsitzende Richter Stadler, Zitat: Zwischen seinem letzten Interview vor der Hauptverhandlung und dem heutigen Geständnis liegen 24 Tage, aber inhaltlich Welten. Er hat das gesagt, was er sagen konnte. Das fiel ihm schwer. Er hat den guten Ruf des Hotelmanagers wiederhergestellt. Das ist die wichtigste Voraussetzung, um seinen eigenen wiederzuerhalten. Auch der Verteidiger des Hotelmanagers gibt eine kurze Erklärung ab. Zitat: Mein Mandant ist nach der Odyssee sehr froh darüber, dass es so zu Ende gegangen ist. Er hat die Entschuldigung Ofarims angenommen und ist sehr froh, dass die Wahrheit ans Licht gekommen ist. Jetzt geht es um einen Vergleich über Schmerzensgeld für den Hotelmanager. Das soll aber außerhalb der Hauptverhandlung geschehen.